Hubert Fuchs, Finanzsprecher der FPÖ, machte den Anfang. Steuergerechtigkeit. Daher ist die Einführung eines Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes ein begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Bedauerlicherweise wurde aber der persönliche Anwendungsbereich des Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes vom Finanzminister so eingeschränkt, dass aufgrund der zu hohen jährlichen Konzernumsatzgrenze von über 750 Millionen Euro lediglich 20 internationale Großkonzerne im Jahr 2017 einer länderbezogenen Berichterstattung, den sogenannten Country-by-Country-Reporting, unterliegen werden. Das wäre so, als wenn man Geschwindigkeitsbeschränkungen nur für Kraftfahrzeuge über 750 PS einführen würde. De facto hätten wir dann keine Geschwindigkeitsbeschränkung, und so ist es auch mit diesem Gesetz. Aufgrund der 750 Millionen Euro Grenze haben wir de facto keine länderbezogene Berichtspflicht für internationale Großkonzerne in Österreich. Einem an sich vernünftigen Gesetz wurden vom Finanzminister vor Inkrafttreten die Zähne gezogen. Unter Steuertransparenz stelle ich mir etwas anderes vor, Herr Finanzminister. Das ist auch der Grund, warum wir gegen dieses Gesetz stimmen werden. Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung passieren auch in internationalen Großkonzernen unter 750 Millionen Euro herkommen. Ja, genau, Herr Finanzminister. Es ist naiv zu glauben, Herr Finanzminister, dass Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung für solche Unternehmen eben nicht zur Anwendung gelangen. Daher schlagen wir vor, in Anlehnung an die Konzernumsatzgrenze von jährlich 40 Millionen Euro, die gemeinsam mit anderen Faktoren eine Verpflichtung zur Erstellung eines Konzernabschlusses auslöst, eine Reduktion der 750 Millionen Euro Grenze auf 40 Millionen Euro. Diese Reduktion würde sicherstellen, dass nicht nur 20 internationale Großkonzerne zur länderbezogenen Berichterstattung verpflichtet werden. Ein weiterer wichtiger Kritikpunkt des Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes ist die unzureichende öffentliche Publizitätsverpflichtung der länderbezogenen Berichterstattung. Diese Unternehmensdaten sollen nicht nur den Steuerbehörden zugänglich gemacht werden, sondern der breiten Öffentlichkeit. Dies würde das Vertrauen der Arbeitnehmer und der kleinen und mittleren Betriebe in das nationale Steuersystem stärken. Jeder Staatsbürger sollte sehen können, wo die internationalen Großkonzerne ihre Steuern zahlen und wie viel Steuern sie zahlen. Ich habe vollstes Vertrauen in die österreichische Finanzverwaltung, welche eine hervorragende Arbeit leistet. Aber manchmal benötigen die internationalen Großkonzerne den Druck der breiten Öffentlichkeit, damit die Großkonzerne dort die Steuern zahlen, wo sie auch erwirtschaftet werden. Und welche Meinung vertritt dazu unser Finanzminister? Herr Schelling blockiert die öffentliche Steuertransparenz von internationalen Großkonzernen mit fadenscheinigen Argumenten. Ich zitiere auszugsweise aus der schriftlichen Information des BMF an den EU-Ausschuss des Bundesrates vom 11.05.2016, in der Finanzminister Schelling begründet, warum er gegen die öffentliche Steuertransparenz von Großkonzernen ist. Ich zitiere: Diese Entscheidung erfolgte, weil die Risiken für die betroffenen Unternehmen als unverhältnismäßig groß eingeschätzt wurden. Die angesprochenen Risiken sind unter anderem die Gefahr der Fehlinterpretation durch die Öffentlichkeit, die zu einer negativen Beeinflussung des Wettbewerbs führen kann. In diesem Zusammenhang darf ich auf die am 12.04.2016 vorgeschlagene Änderung der EU-Bilanzrichtlinie verweisen, welche zur Erhöhung der öffentlichen Transparenz bei der Zahlung von Ertragssteuern durch Unternehmen beitragen soll. Diese breite Publizitätsverpflichtung, die der Finanzminister übrigens als völkerrechtswidrig betrachtet, wird über den Umweg des Unternehmensrechts, aber nicht des Steuerrechts, in unser Steuerrechtssystem kommen. Und es ist sehr bedauerlich, dass wir das Unternehmensrecht und damit den Justizminister benötigen, um öffentliche Steuertransparenz für Großkonzerne einzuführen. Das wäre eigentlich Aufgabe des Finanzministers und nicht des Justizministers. Auch bei der Änderung des EU-Amtshilfegesetzes mangelt es an einer entsprechenden Transparenz.
Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum gültige Rulings, die vor dem 01.01.2012 erteilt wurden, nicht mit anderen Staaten ausgetauscht werden sollten. Auch hier ist der Finanzminister gefordert, sich für einen EU-weiten Austausch aller noch gültigen Rulings und nicht nur der gültigen Rulings ab 01.01.2012 einzusetzen. Abschließend noch eine Anmerkung zum heutigen Abänderungsantrag zur Registrierkassenpflicht. Die Schaffung von Ausnahmeregelungen zur Registrierkassenpflicht sind begrüßenswerte Schritte in die richtige Richtung. Völlig unverständlich ist allerdings, dass hier vom Finanzminister Regelungen geschaffen werden, welche die Parteien samt deren Untergliederungen in verfassungswidriger Weise gegenüber der restlichen Wirtschaft, insbesondere hinsichtlich der Gastronomie und den wirklich gemeinnützigen Vereinen bevorzugen. Das ist nichts anderes als eine versteckte Parteienfinanzierung unter der Schirmherrschaft des Finanzministers. Ich würde mir wünschen, Herr Finanzminister, dass Sie sich für die Feuerwehren in gleichem Ausmaß einsetzen würden wie für die Parteien und deren Vorfeldorganisationen. Es muss sichergestellt werden, dass es durch den heutigen Abänderungsantrag zu keinen Verschlechterungen bei den Feuerwehren kommen kann. Darüber hinaus fordere ich Sie auf, endlich den Vollsteuerabzug bei den Feuerwehren für die Anschaffung von Einsatzgeräten zu ermöglichen und darf diesbezüglich auf den Antrag von Präsident Hofer verweisen. Danke. Ausnahmeregelungen zur Registrierkassenpflicht seien begrüßenswert, sagte Hubert Fuchs, Finanzensprecher der FPÖ. Er wünscht sich allerdings, dass es dadurch zu keinen Verschlechterungen für Feuerwehren komme.